die Kinder und Familien in unserem Land dürfen nicht verstaatlicht werden. Darum sagt die SVP Nein zum Familienartikel, wo wir am 3. März darüber abstimmen. Die SVP-Delegierten haben am Samstag, 26. Januar, in Balzdal Nein-Parole zu dem Verfassungsartikel beschlossen. Der Bundesrat sagt, dass der Familienartikel eine Stärkung der Familien bedeutet. Ist die SVP nicht für starke Familien? Wow, wir sind für starke Familien und darum haben wir jetzt hier auch grossmehrheitlich oder praktisch einstimmig Nein-Parolen beschlossen, weil der Familienartikel, der ist familienfeindlich, der wird Familien schwächen. Familien werden nicht mehr die Wahlfreiheit haben, wer ihre Kinder betreut, ob sie daheim in der Familie betreut werden oder extern. Es wird einen staatlichen Eingriff geben mit Milliarden Kosten zur Folge und die Familien können mit diesem Artikel nicht mehr selber entscheiden. Dass die SVP für die Stärkung der Familien ist, beweist sie mit einer eigenen Familieninitiative, wo wir in ein paar Monaten darüber abstimmen. Was bringt denn die SAB-Initiative? Unsere Familieninitiative sagt, man soll Abzüge machen für die Kinder, aber es soll in alle Modelle genau gleich gehandhabt werden. Man soll also gleich viele Abzüge machen bei den Steuern, ob man das Kind fremd betreut oder ob man es selber daheim in den Familien erzieht. Wir wollen das den Familien überlassen, wir wollen dort die Eigenverantwortung stärken. Wer Kind will, soll zu den Kindern stehen und soll sie auch entsprechend finanzieren. Zurück zum Familienartikel, den die SVP ablehnt. Der Familienartikel würde die familienexterne Kinderbetreuung, z.B. in Krippen, stärken. Ist die SVP gegen Krippen? Nein, die SVP ist nicht gegen Krippen. Ich selber führe Kindertagesstätte und eine Tagesschule. Ich habe selber über 40 Betreuungsangebote im Raum Bern geschaffen. Wir werden nicht zwischen was gut ist und was schlecht, wie das die Befürworter von diesem Familienartikel machen. Die sagen, nur Eltern, die ihre Kinder extern geben, zum Betreuen, nur das Modell ist gut. Und wir überleben die Wahlfreiheit bei den Eltern und sagen, die Eltern sollen selber entscheiden und wissen auch, was am besten ist für ihre Kinder. Und zum Schluss würde der Familienartikel auch Kantone bevormunden. Kantone müssen das ausführen, so steht das im Gesetz. Kantone werden das delegieren an Gemeinden, das ist klar. Und Gemeinden müssen es nachher zahlen. Das bedeutet, jeder von uns, ob er Kind hat oder ob er nicht Kind hat, erlangt den Sack, um so eine Fremdbetreuung zu finanzieren. Und das kann es nicht sein. Die SVP sagt, dass der Familienartikel Milliarden von Folgekosten hätte. Wie viel? Es gibt ein Total von ca. im Minimum gerechnet 12 Milliarden Franken jährlich. Nur Betriebskosten, ohne Investitionskosten. Es ist ein Fass ohne Boden. Die Beträge werden relativ schnell gegenübergehen. Und das wird auf Kosten des Steuerzahlers sein. Schwächt aber wiederum genau die, die man entlasten will, nämlich die Familien, die nachher mehr steuerliche Abgaben haben, weniger Geld übrig bleibt Ende Monat und somit auch nicht mehr die Wahlfreiheit haben, ob sie arbeiten oder nicht, sondern vom Staat aus finanziellen Gründen gezwungen werden, extern müssen zu arbeiten.